Hallo liebe Freunde der echten Unterhaltung, hier ist wieder PD mit dem nächsten Part zu Blattgrün Armageddon Edition. Wie versprochen geht's hier weiter und wir suchen nach einem neuen Teammitglied hier, ne? Osazinia! Sadomas und so for the win, ne? Mal gucken, was wir hier drinne finden. Ich hab Bock, unser letztes Teammitglied nämlich reinzunehmen. Musch! Lang. Und hoffe, dass es auch was Episches wird, weil es ist das letzte Teammitglied, ne? Und da kann ein Maskeregen reinkommen. Das geht dann. Ich fange mal so ein paar potenzielle Teammitglieder hier, ne? Ich benutze hier dafür den Safe State. Wie wir es aus dem Tower kennen, ne? Weil ich keinen Bock habe, das Ding so dann zu schwächen, bis da nichts mehr geht. Direkt gefangen, so muss das gehen, Leute. So muss das laufen, wisst ihr, was ich meine hier? Wir können dir mal einen Namen geben. Ach, egal, ich gehe danach einfach zum Namenbewerter. Scheiß drauf. Ist sonst so viel Zeit, die verloren gegangen wird. Mal gucken, was es noch hier drinnen gibt. So, was haben wir hier? Oh, noch ein Maskeregen. Cool, Level 45, ne? Chillig. Chillige Sache. Bedroher und so ist schon ziemlich cool. Okay. Ne, kein Ding, geht schon. Diktri. Nee. Kein Bock auf Diktri. Kein Bock auf Diktri. Ich guck auch mal da hinten, dann, wo diese ganzen Biker sind, auf dem Weg nach Fuxania und so weiter, ne? Wisst ihr bestimmt, was ich meine. Da kann ich auch mal im Feld gucken, da gibt es ja andere Pokémon. Wenn jetzt hier nichts kommt. Ja, okay, hier ist glaube ich nichts Besonderes. Will auch nicht lange hier drin rumgeiern. Sondern einfach hier entkommen. Lässt du mich mal durch? Danke. Hallo, dankeschön. Die killen wir alle noch. Ja. Ich möchte erstmal unser letztes Teammitglied nämlich finden. Ja. Oh fuck. Ich hab Rückenwind, ja, ja. Was für einen Schlag hast du mit so einem riesen Vogel in so einem kleinen Käfig fangen zu nehmen, ey. Level 65! Dankeschön! So muss das sein, Leute, ey. Und wir werden auch ernst. Wir werden auch erst die Arena machen, sobald wir diesen Typ besiegt haben und wir unser sechstes Teammitglied haben. Mein Gott, 65, ey, so gehört sich das hier. Kacke, verdammt, ey. Giraffe Arik. Ja, war halt jetzt Kacke. Kein Ding, geht schon. Geht schon! Ah, war das okay, ja, das war jetzt. Tritt in die Nüsse, ne? Also, ging auch gar nichts mehr dabei. Erholung. Pass mal auf hier, ne? Guck mal hier. Genkidama und so weiter, ne? Hier, Winnie Pooh. Was ist denn los? Deiner Zielscheibe auf dem Bauch hier. Schön gemacht. Giraffarek. Komm, auch mal gleich nochmal, weil es so cool war. Yeah, boy. Oh, scheiße. Wenigstens nicht verwirrt. Das ist das Wichtigste daran. Das Gengar lassen wir doch weg. Und das zieht zu wenig ab. Weil Gengar ist cool, aber ich mag es nicht im Team haben. Ich möchte lieber irgendwas anderes Cooles haben. Nicht, dass ich Gengar nicht mag, ich meine, es ist G-Point Anger. Ne, Slifer? Barudas hier. Yeah. Lange, lang! So. Okay. Oh, klasse. Machen wir hier so Matrix. Guck mal, da müssen wir rein. Da müssen wir hin. Da müssen wir rein hier. Sehr schön, coole Sache. Okay, mal gucken, hoffentlich gibt es hier andere Viecher. Weil ich hab Bock auf ein Teammitglied. Tauboss. Sehr chillig, wenn wir nicht schon Kra hätten. Wie wir einfach mit Kra da... Lamus! Ah, wir haben schon Wasser-Pokémon und ein Psycho-Pokémon. Das stimmt leider. Tauboss. Schade, dass sie sich nicht hier schon bewegt haben, die Pokémon-Sprites. Das wäre ziemlich cool. Ugala, Fifi, Fofum. I think I smell the scent of a placenta. I enter Central Park. It's dark. It's winter in December. I see my target with my car and park to approach and tend her. Young girl by the name of Brenda and I pretend to befriend her. Oh, komm schon, ich will doch nur jetzt mein sechstes Teammitglied. Satsimia! Nein, ich will kein... Ah, wo wir rein... Ah, gucken, ich weiß nicht... Ich hoffe mal, dass er in der Safari-Zone was... Rasaf. Ja, okay, wir haben halt Kampf hier so, als Attacke.
Ja, und somit halt auch noch die doppelte Psychoschwäche, das ist kacke. Okay, ich glitch mich erstmal jetzt durch nach Vuxania, weil ich möchte das letzte Mitglied fangen. Oh, hart ausgewichen. Okay, coole Sache. Regentanz, dankeschön, das ist sehr gut, dass wir Regentanz gefunden haben. Wir bewegen uns erstmal direkt. Pokédex-Eintrag. Fleckmann. Chanera. Dvoltobal. Coole Sache. Da hinten gibt es noch, glaube ich, Lapras und Nekangama, genau. Wie komme ich auf Lapras? Nepomuk! Dankeschön. So. Kommen wir erstmal hier rein. Hoffentlich habt ihr die wilden Pokémon hier drinnen geändert. Ja, 500. Damit ich Tiere klauen kann. Ja, damit. Ja, den Part widme ich mal dem Fang von der Suche nach einem neuen Teammitglied. Oh, scheiße. Ja. Wenn ihr dazu gucken wollt, macht das ruhig. Ich laufe hier gechillt rum und lasse mir schön Zeit. Und weiter geht's erst richtig im nächsten Part. Aber ihr könnt ruhig gucken. Oh, cool, Chanera. Coole Sache. Nein. Oh, ein Gewaldro! Oh, wie geil ist das denn? Ein beschissenes Gewaldro. Junge, du kommst sowas von zu mir, Mann. Ach, was laber ich? Junge, ich will dich haben. Ich habe gerade mal ein Safe geladen, obwohl ich noch gar nicht geworfen habe. Ich will dieses Ding haben. Danach entscheide ich, ob es reinkommt. Aber ich will das Kackding haben. Die Reaktion gerade. Nein! 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 Nein, geh rein! Du rote Unterlippe, jetzt geh mal da rein, ey! Komm mal rein! Ja. Hier wurden die Pokémon geändert. Auch noch Level 60, ey! Kacke! Muss ich gar nicht mal trainieren. Naja, wahrscheinlich doch. Wie ich dieses Spiel kenne. Komm schon, geh doch drin, Mann. Kann man nicht da hingehen und den Ball noch zuhalten oder so? Oder haben die das extra weggelassen? Weil die wissen, dass dann der Spieler, dem seine Hand in 1000 Stücke zerrissen wird, wenn dann dieser Pokéball wieder aufplatzt und so ein ganzes Gewaldro rausspringt. Geh doch rein! Okay. Oh, geh, bleib doch drin, meine Fresse, ey. Das ist so unglaublich, dieses Gewaldro. Bleib doch drinne! Dankeschön, Gewaldro wurde gefangen. So, Freaky, mein Kollege, der hier ist für dich erstmal, gell? Also, spätestens wenn du die Zahl liest, müsstest du wissen, wie ich das Ding nennen werde. Für die, die meine Let's Plays schon seit längerem kennen, wissen das auch. Ja, Mann. Das passt locker rein. So. Willkommen zurück, 20 Feet Ganja. Mein Gewaldro aus meinem Grass-Type-Only-Run war das, ja. Chillig, ey, Gewaldro, fuck. Also hier werde ich mich ein bisschen aufhalten. Boah, kack, wir haben sogar noch das Level 60er erwischt. Und das ist direkt hin, oder was? Was ist das denn für eine Scheiße? What the fuck? Nein, kein Spitzname. Komm, fick dich doch, ey. Was soll das denn, ey? Komm, Pinsir, nein. Okay, ich werfe jetzt bei jedem Pokémon, was ich noch nicht habe oder das ich haben will, ein Pokéball. Mal gucken, ob es drin ist. Okay. Chanera ist sowieso so ein Fall für sich. Ich finde es komisch, dass die immer so wackeln, nachdem die rausgebrochen sind. Gucken, ob es hier drin irgendwas gibt. Mhm. Ich finde so eine Safari-Zone voll cool. Ich würde alles dafür geben, dass es Pokémon auch im Real Life gibt, ey. Oh, Mod, chillig. Voll Bock drauf, ey. Komm schon, noch einer. Ja, okay. Wenn Omod nicht zu uns will, dann... Ach, wir haben sowieso schon ein chilliges Pokémon. Ich werde wahrscheinlich Gewaldro nehmen, mal gucken. Oh, wie? Wie, Senior? Wiesenior hatte ich eigentlich auch geplant gehabt, ins Team zu nehmen, ne? Kleine Wiesenior. Wie? Wiesenior. Boah,
Level 64, ey. Komm, da fangen wir doch einfach mal. Dann haben wir wenigstens was hier. Dankeschön, so läuft das hier. Was ist los? Kein Spitzname, ey. Was kommt noch hier so? Oh, super. Wiesen, was laber ich? Wie heißt das Scheiß? Ihr wisst. Wiesoerland. Ach, wie heißt das Tier? Wiesel, dankeschön. Geh doch die Treppe runter, Mann. Das verbraucht meine ganzen Schritte. Hier gab es immer Kangama. Jetzt gibt es nur Wiesenior hier, oder was? Nein, ich wollte gar nicht den Ball. Ja, dankeschön. Weg damit, weil ich wollte das Item hier haben. Dann wollte ich mal eine Runde hier angeln. Sonntag, sehr schön. Jetzt haben wir auch endlich Sonntag. Okay, so. Super angeln. Mal gucken, was hier kommt. Chillig und? Goldini, Goldini, Level 17, super. Noch einmal, dann können wir mal gucken, was noch hier so im Gras landet. Ich dachte noch einmal. Ach, fick dich doch. Können wir mal hier weiterlatschen. Ich werde danach sowieso nochmal hier in die Safari-Zone gehen, weil wir hier rein müssen. Ursaring! Mein Gott. Makaber. Wenigstens haben sie es richtig gemacht und einen Bären auch hier in die Safari-Zone gemacht, ey. Komm schon. Ach komm, geh doch rein, Mann. Geh doch einfach, bleib drin in dem Ei, Mann, hier. Komm schon, komm schon, komm schon. Dankeschön. Dankeschön. Neuro. So. Bruder, so weißt du, worum es geht. Okay, wie nennen wir das Ding jetzt hier? Guck mal. Oh ja, ich weiß, wie ich es nenne. Honig! So heißt das jetzt. Okay, chillig, weil wegen Winnie Pooh und so weiter. Klar, gell? Flora Sky, mein einen Part. Wo ich so ausgetickt bin. Oh, Mad Dog! Weiblich, weiblich! You better get caught, ne? Komm schon rein hier. Die Rückkehr, Mann! Die Rückkehr, Baby! Wenn du mal reingehen würdest. Ich sagte, wenn du mal reingehen würdest. Das ist auch noch weiblich, weißt du, was ich meine? Geht auch gar nichts mehr. Ach, komm schon. Geh doch rein, Mann! Geh doch rein. Bleib da einfach mal drin. Bleib dran. Dankeschön. Kaum fängt man an Michael Jackson zu singen, schon bleiben die drinnen da hier. Weißt du, was ich meine? So. Okay. Kleine Hommage an mein Blattgrün-Metronom-Run noch. Wo ist es weh? Und da. Mad Dog, weiblich, weiblich. Mhm. Sehr schön gewesen, das Vieh. Hat reingehauen. Wie? Wie, Senior? Flucht. Wie viele Schritte haben wir da noch? 228. Okay, mal gucken, was es hier drin gibt. Ein cooles Item. Flinkklaue, ja, Mann! Nice! Hoffentlich gibt's hier gescheit. Kapalores! Kapalores! Direkt gefangen! Direkt wird das Ding geflogen. Das ist nicht gerade geflogen. Ey, wenn es jetzt so ein fickendes, seltenes Pokémon hier drin ist, ne? Tengulicht! Ach, komm schon, ey. Sly Raccoon! Komm schon, Sly Raccoon! Komm schon. Geh doch rein, Mann. Danke, hier, chillig. Ist okay, das bekommt auch nochmal einen neuen Spitznamen. So, für alle, die meinen Flora Sky Part gesehen haben. Oh, ich gebe dir mal einen anderen Namen. Ich will das mal so buchstabieren. Sly Raccoon. Ja, Mann. Oh. So, noch das Pokémon hier. Tapels. Das wäre aber auch... Oh, scheiße, ich hab einen Stein geworfen.
Leute, wir werden hier im nächsten Part weitermachen in der Safari-Zone. Da habe ich dann mein nächstes Teammitglied schon, ne? Ja, ich würde sagen, bis zum nächsten Part, Leute. Hofft, es hat euch gefallen, auch wenn es nicht so viel passiert ist. Aber bis dann, Leute. Haut rein und ciao.